Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Natur Folge 5. Und wir bauen jetzt mal weiter. So, ich nehme ja gerade am Stück auf, deswegen heute mal nicht so euphorisch. Bin froh, dass ich jetzt mal wirklich am Stück spielen kann, weil ich habe ja vorher meine Videos mit Shotcut, so ein kostenloses Videobearbeitungsprogramm, gerendert und gemacht und getan. Und da kann man wirklich nur Video für Video machen. Und jetzt ist es halt so, dass ich Adobe Premiere Pro nehme. Da kann man so richtig schön so eine Render-Warteschlange machen. Also man schnibbelt, schneidet alles vor, fertig für 1000 Videos und sagt dann so, jetzt bitte anfangen. Und das ist einfach mega, mega gut. So rum ist falsch, ne? Ja. Das gibt halt einem unheimlich viel Zeit. Ja. Tada! Yeah! Da, ba, da, ba. Vielleicht lassen wir da eine Tür und machen hier hinten auch noch eine Tür. Aber da vorne ist das anders als hier, ne? Okay. So, okay, das ist schon mal sehr gut. Die Vögel sind nicht mal das große Problem, ne? Es wird noch viel lustiger, weil wir haben jetzt auch, wie heißt es? Es gibt nicht nur Hühner, sondern auch Hähne, ne? Also ein Hahn. Und der Hahn, der kräht um Punkt, wenn die Sonne aufgeht, kräht der los. Das ist schon ganz cool. Aber es kann auch nerven. Die Nase gerade. Was denn da los? So, jetzt müssen wir ein Glas kaputt machen, weil wir müssen so und so machen. Ach was, wir kriegen hier was wieder. Glasscherben, das ist ja cool. Aber bloß nicht dran schneiden, das wäre nicht so geil. Oh, es wird dunkel, ne? Boah, guck mal, wie geil das aussieht. Wie unfassbar geil das einfach aussieht. Das sieht schon geil aus. Okay. Pass auf, wir machen hier mal schnell weiter. So. So, und dann müsste hier noch eins hin und da noch eins hin. Und dann müssten wir eigentlich fertig sein. Ach nee, hier noch. Hier muss noch geglasert werden. Wie haben wir das hier drüben gemacht? Okay, 2, 1 und 1 kaputt, ne? Genau. Also 2, 1 und dann musste hier noch eins hin und kaputa! Glühwürmchen! Okay, das sieht gerade auch irgendwie spooky aus. Okay, ich gehe mal gerade schnell nach Hause. Dann können wir gerade schlafen gehen. Ah, der Melonensaft, der bringt schon echt ordentlich was. Da sind wir in der Ernährung schon sehr gut vorwärts gekommen. Also zumindest in dem Problem, was die Nahrung anbelangt. Was? Durch die Tür? Willst du mich ver... Ich glaube, es geht los. Komm mal runter. Hm. Mann, oh, ich will schlafen. Okay, wir können ja gerade noch ein bisschen rumgucken. Wegen dem Essen. Ich würde ja auch gerne sowas wie Sandwich machen, ne? Dafür brauchen wir aber Brot, Butter, irgendeine Art Melonenmarmelade und ein Schneid... Ach du... Das ist ganz schön viel. Aber es gibt doch auch sowas wie... Warte mal. Cheeseburger! Dafür brauchen wir ein Käsestück. Instant Health. Okay. Hamburger. Ist ja auch cool. Boah, guck mal, wie viel der bringt. Okay. Käse-Sandwich. 12. Was zum Teufel? Aber man braucht auch richtig viel, glaube ich. Okay, das ist echt übertrieben viel. Oh, wir können schlafen. Mann, warum juckt denn jetzt die Nase so? Ist ja furchtbar. Okay. Skeletthaus. Diese Folge ist Skeletthauso dran. Skeletthausen. Und ich glaube, wir brauchen dafür noch eine ganze, ganze Ecke Holz. Aber ich würde hier eigentlich ungern... Ich meine, hier sind unterschiedliche Bäume, das ist schon mal ganz schön. Aber ich würde hier ungern alles abholzen. Das sieht eigentlich ganz schön hier aus. Gerade sowas hier ungern eigentlich. Oder hier so. Ich finde, die sehen sehr gut aus, die Bäume. Deswegen würde ich die gerne stehen lassen. Aber leider sehen die alle sehr gut aus. Und das finde ich auch geil da oben. Da oben wieder so grün ist und so Fichtenwald, ne? Oh, guck mal hier. Oh, oh, oh. Reicht immer noch nicht. Reicht immer noch nicht. Verdammt. Die Folge ist schon wieder 5 Minuten im Leben, nicht, oder?
Naja, wir buddeln jetzt erstmal was. Wir haben hier noch eine Schaufel. Wir müssen hier noch ein bisschen Platz schaffen. So. Die Türen sind Gott sei Dank draußen. Wir müssen Platz schaffen. So. Hier können wir eigentlich auch. Hier zwischen würde ich, glaube ich. Weiß nicht. So. Ich meine, ist ja nicht mehr dazwischen. Hier können wir ja sowieso noch. Mein Gott, mein Gott. Lars. Vielleicht sollten wir. Guck mal, da fehlt jetzt noch ein Glas, ne? Vielleicht sollten wir das hier zwischen auch machen, auch hier drunter. Und unter dem Glas machen wir so Holzsäulen. Guck mal, da sind ja auch noch Knochenblöcke, ne? Ist ja voll okay, dass wir wirklich wie so eine Glaskuppel auf Holz haben. So, hier auch nochmal. Die Frage ist, wie weit runter diese Knochenblöcke gehen. Weil das ist dann schon entscheidend für, wie tief buddeln wir und so weiter und so fort. Gucken wir mal. Wow, die gehen noch tiefer. Das ist ja cool. Weil dann würde ich nämlich versuchen, das Skelett wirklich zu lassen und auch mit einzubauen. Hier müssen wir lassen, die drei Blöcke, aber hier können wir wegmachen. So. Da müssen wir mal gucken, wie wir da das am besten machen. So. Oh. Okay. Gut. Müssen immer nach Hause. Au, oh, wow. Warte. So. Wir brauchen definitiv eine Menge Holz, damit wir das da unten verkleidet bekommen. Aber das ist nicht so wild. Ich finde, das kann schon geil werden. Das kann schon richtig geil werden. Haben wir eigentlich noch einen Setzling? Ja. Setzling. So. Guck mal, warum hängt das denn hier noch? Ist da noch Holz drin oder ist das, weil das hier verbunden ist? Da müsste noch. Oh, da ist schon ein Setzling runtergefallen. Da müsste noch Holz drin sein irgendwo. Ach, da. Und da auch nochmal. Noch höher. Und. Hä? Ach, da. Guck mal. Wie sich das auflöst. Voll gut. Vier Äpfel. Wir haben einen. Sehr merkwürdig mit den Äpfeln, aber gut. Kann ich das hier? Voll gut. Wir brauchen auf jeden Fall einen Haufen Futterkisten. Das ist schon mal so sicher wie das Amen in der Kirche. Weil wir haben so viel Kram, was Essen anbelangt. Das ist unfassbar. Jo, Berries rein, dies rein, jenes rein. Kiste voll. Oh, ist nicht so geil. Ich würde aber gerne... Was haben wir gerade mal? Okay. Raptors haben wir so nicht. Wir brauchen aber einen... Ein Schüssel-Dingens hier. Farbstoff, Stock und Eisenbarren? Muss orangener Farbstoff sein? Warte mal, das probiere ich jetzt mal aus. Ist das denn das Schüssel-Ding? Bei orangener Farbstoff kriegen wir ja schnell. Wir müssen ja irgendeine orangene Pflanze finden. Die dann leider töten. Aber, sie wird zu einem besseren Zweck genutzt. Das ist aber jetzt gelb, ne? Weil gelb kann ich, glaube ich, nicht nehmen. Kriege ich orange durch rot und gelb? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit Farbstoffen auch noch nie auseinandergesetzt in Minecraft. Okay, das ist aber nicht der Standard, ne? Ginsengwurzeln? Sag mal, was ist das denn hier? Wie viel kann ich denn hier essen? Okay. Wir brauchen auf jeden Fall eine orangene Pflanze. Gehen wir mal in die Richtung. Vielleicht finden wir ja eine. Die Nase juckt immer so, wenn der Bart wieder länger wird und die Haare anfangen so... Weißt du, so in der Nase zu kitzeln. So an der Nase. Nicht in der Nase. Die wachsen ja nicht da rein. Aber... Weißt du, was ich meine? War da eine Schlange? Irgendwas gehört?
Ich sehe ihn. Okay. Hm. Hier ist auf jeden Fall Sand. Da können wir gerade ein bisschen mitnehmen. Wir brauchen noch einen. Plup. So. Nee. Also auf jeden Fall rote Pflanzen. Aber es gibt doch orange Pflanzen. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss das aus Rot und Gelb machen, ne? Orange. Also erstmal Ziegen. Und was ist das? Und. Was ist da drüben? Kann ich daraus orange machen? Keine Ahnung. Fernflower Yarrow. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber was ist das hier? Ich kenne das wirklich nicht. Ne? Also jeder denkt so, ja Lars, komm, du hast das schon gesehen, so voll gestellt. Laber doch nicht. Nein! Ich habe es wirklich noch nicht gesehen. Es sieht auf jeden Fall aus wie ein kleiner Friedhof. Gibt's hier auch irgendwas? Hallo? Hallo? Was haben wir hier? Aber eine Redstone Torch. Aber keine Redstone-Kiste. Abyssopelagic Need von Victor Nico Karensen. Was? Behutsamkeit. Ernsthaft, ein Buch mit Alter. Okay, das ist geil. Wir tun mal Glasscherben rein. Keine Ahnung, wofür wir die brauchen. Noch mehr brauchen wir eigentlich auch nicht. Eine Steinschaufel brauchen wir auch nicht. Aber Behutsamkeit? Das ist ein bisschen Imber, oder? Mann, ich höre immer diese Biene, ich will die fangen. Von der Rustic Mod. Aber gut, da drüben war noch ein Turm, da gucken wir auch mal schnell rein. Aber nicht rennen, Lars. Gemütlich. Wir haben Zeit. Hetz dich doch nicht so ab. Oh, guck mal. Kann ich bescheren? Yay! Kann ich. Wie cool. Braune Wolle, okay. Man, da ist noch so ein Turm. Da will ich auch mal gerne gucken gehen. Hallo, Vogel. Das mit den Tieren ist echt nicht so einfach, ne? Die sind nicht so oft vertreten. Aber ist auch nicht so schlimm. Finde ich besser, als wenn die ganze Welt einfach voll mit Tieren ist. Ich hätte gerade mal gekonnt in die Luft fliegen können. Ist hier oben etwas? Alter! Hey, wir brauchen noch Glas! Wie geil! Das ist ja cool. Aber keine Kiste. Vielleicht oben. La! Das Eisen können wir mitnehmen, können wir ja auch gebrauchen. Lassen wir mal das Laub gerade hier. Ne, wir haben doch... Ja, egal, komm. Laub haben wir eh ganz schnell ganz viel. Aber das ist schon cool hier mit dem Turm. Was stimmt denn mit der Leiter nicht? Okay. Ist das normal? Ist gewollt, dass man die Leiter so rauf und runter schießt? Guck mal, das sieht auch geil aus. Alles Holz. Sehr geil. Da unten sind auch noch ein paar Slabs, oder? Ist da auch noch was? Aber dann hätten wir echt schon Glück. Dann wäre hier echt viel auf einmal. Das ist mir auch so geil beim Shader, dass die Sonne durch den Berg leuchtet. Ah, das ist so doof. Hier sind auch noch so ein paar Slabs, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist. Ja. Vögel, ruhig jetzt. Okay. Nun gut, gehen wir erstmal nach Hause. Wow, haha, hi. Cool, eine Schlucht, wo Gras drin ist. Das hat auch was. Also habe ich auch noch nicht gesehen, glaube ich. Jo, da ist unser Skelett. Eigentlich müssen wir da noch so einen Kopf dran bauen, weißt du? Die hat gerade irgendwie so ein paar 360s gemacht, diese Ziege. Naja, cool. Jetzt sieht man ja gar nichts mehr. Boah.
Ist aber richtig übel mit Nebel und allem. Oh, guck mal, die Kuh hat sich hingelegt, die ist müde. Oh, süße Kuh. So, da haben wir schon wieder eine Melone, die können wir erstmal lassen. Wir brauchen die ja gar nicht, weil... Was sollen wir die jetzt abhacken? Damit hauen wir uns nur das Inventar voll. So, roter Farbstoff. Rosenrot. Gelber Farbstoff. Orangener Farbstoff, sag ich doch. So, dann brauchen wir noch ein... Stick. So... Okay. So, können wir jetzt damit schon rumschisseln? Nee. Brauchen wir auch den Hammer dafür? Warte mal. Jetzt habe ich ernsthaft einen orangenen Farbstoff zu wenig. Ich weiß gerade nicht, womit man hier rumschisselt. Also... Ich muss das selber mal herausfinden, das ist ewig her, dass ich die Schisselmod genommen habe. Also für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Im Prinzip haben jetzt alle Items verschieden viele Texturen. Und um an... Orangene Tulpe. Ernsthaft? Okay. Und um an diese verschiedenen Texturen zu kommen, muss man die schisseln. So. Muss ich aber gerade mal Dingens hier. Ich wollte mal gerade... Wir machen mal so. So. Einfach hier mal mehr Platz bekommen. Fackel hänge ich erstmal hier wieder auf. Und die Truhe. Ja, sehr gut. Dann können wir schon mal... Das müssen wir behalten. Den Apfel können wir wegtun. Ich schmeiße einfach mal wieder alles da rein. Weil wir müssen... Das müssen wir ändern, wenn wir das Lager haben. Ne? Wenn wir das Lager haben, dann können wir anfangen auszulagern und zu machen und zu tun. Aber, wie war der Hammer jetzt? 2, 3, 2, okay. So. Tada! Nee. Hä, wie geht das denn? Wie verschissel ich denn jetzt was? Ach, das ist auch Architekturcraft. Das ist nicht Schüssel-Dingens. Ja, aber wie soll das denn funktionieren? Ein Tranchiermesser wird verwendet, um Fleisch und Käse zu schneiden. Okay. Animania, okay. Aber ich hatte extra die Schüssel und... ach, Carpenters... Carpentry Bench... Hammer. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Sachen hier mache. Vielleicht muss ich das mal gucken. Vielleicht offscreen mal gucken, was man damit macht. So. Weil scheint mir jetzt so erstmal keinen sonderlichen Effekt zu haben. Also. Naja, habe ich eigentlich... Ich habe das Glas ernsthaft nicht mitgenommen aus der Burg. Also aus dieser Festung, verdammt. Aber ich wusste gar nicht, dass es Schüssel auch bei anderen Mods gibt. Das ist mir gerade neu, deswegen bin ich gerade so ein bisschen... Ist ja kacko, ey. Warte, haben wir die... Nee, haben wir ja reingeschmissen, ne? Wir nehmen jetzt mal gerade hier Ei und... Ei? Ups. Ups. Eierschalen, die funktionieren wie Bone Meal. Yay! Einmal mitnehmen. Danke. Dann können wir uns nämlich wieder ein bisschen Melonensafto machen. Safto, Safto. Also wir sind eigentlich so ein Pumper-Typ. Weil wir ernähren uns nur vom Proteinshake. So, können wir das eigentlich lesen? Only the rainbow explodes as a lambent rose. Behold, we lead the tax and the passion, why not live? 40 flowers, gamely minutes like where roses subfire. 70 mountains stumble gent. Okay, das reicht. Das lese ich offscreen mal. Das ist schon eine Menge.
Ich wollte auch noch Triple Doors machen. Ne, Trapdoors waren so, ne? Nein. So? So. Weil ich würde nämlich gerne, guck mal auf so. Zack. Ich nehme jetzt mal 12 Stück mit. Wir gucken einfach mal. Weil dann machen wir in dem Skeletthaus, lassen wir das Skelett. Ne, das wird da nicht groß verändert. Da möchte ich gar nicht drangehen an das Skelett, weil das sieht so ganz cool aus. Ich würde nur allerdings, pass auf, hier. Danke, lass mich mal rein. Ich würde hier, wo das Skelett halt wirklich in die Erde reingeht, würde ich glaube ich gerne so machen. Nein, eben nicht. Ich bin so doof. Oh. Ich bin so blöd. Nicht auf dem Skelett, sondern genau dazwischen, damit man das Skelett noch sieht, aber man nicht so einen fetten Holzblock hat, weißt du? Damit das Ganze ein bisschen einebener ist. Ah, ja, ja, die Folge geht schon wieder verdammt lang. Warte. So. So. So, also so würde ich gerne machen. Sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Aber für diese Folge jetzt vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und ciao mit. Ciao.